Mein Ausbilder beschrieb seinen Musikgeschmack gerne als laut, böse, grausam. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der drei Herren hier auch. Viel Spaß mit Was ein Krach. Was ein Krach. Was ein Krach. Was ein Krach. Moin, wie geht's euch? Moin. Ahoi. Hallo, Potsdam! Sag mal. Der war gut. Wir machen jetzt hier dieses Rock'n'Roll, aber die Beleuchtung, ne, die könnte schon noch ein Beleuchtung bisschen mehr scheiße, Action Jan, sein. Mach, ja, tu mal was. Mach mal Rock'n'Roll hier. Mach mal ein bisschen was für dein Geld davon. Das wird uns zum Glück gar nicht nerven. Das ist ja unser Gast. Ich hab, scheiße, ihr habt das Intro gehört, da soll ich noch sein. Ja, auf Ruhe aus einem Podcast davon. Oh Mann! Einmal mit Profis podcasten. Hallo Inges. Hi. Ach, ja. Hi. Ja, moin. Ich habe gehört, wenn man auf die Bühne stimmt und Torment ruft, dann wird man berühmt. Also deswegen. Torment? Torment. Ist ja sowieso der berühmteste von uns. Insofern, wenn das jetzt hier scheiße wird, dann heißt das. Die Feier war auf der Bühne und es war scheiße und die anderen waren auch nicht so gut. Boah, unsere Namen werden nicht erwähnt. Kennt ihr die Band Torment? Nee, kenne ich gar nicht. Mir sagt es euch flüchtig, was. Ja. Torment ist eine Band aus Hamburg. Und der Gitarrist, mit dem habe ich mal zusammen gearbeitet, der war Trainer bei einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe. Und in seiner Freizeit hat er die Band Torment. Und die sind dadurch bekannt geworden, dass die bei anderen Konzerten immer auf die Bühne gesprungen sind, vorgeblich um Stage-Diving zu machen, und dann das Mikrofon genommen haben. Torment! Die haben halt immer auf die Fresse gekriegt, aber sind halt berühmt geworden. Ja, was ist das eigentlich für Pfeifen, die da immer rumkommen? Die sind gar nicht so schlecht, verdammt. Ich dachte, ich probiere das mal. Das sollten wir auch machen. Hier, sag mal, hast du gut gemacht. Von wegen mal was machen. Ne? Ich meine, wir machen jetzt mal was, was wir sonst eigentlich nicht machen können. Sag nämlich mal schön Stößchen. Stößchen. Prost, Prost. Wieso hält da keiner Mikrofon rein? Einmal mit Profis. Hat's geklingelt? Das hat, glaube ich, geklingelt. Prost. Prost. Man kann auch ohne Bier rocken. Es gibt keine Metal-Konzerte ohne Feedback, oder? Nee, muss so. Muss so. Nee, das ist so. Genau richtig. Können wir nochmal ein Metal-Licht haben, bitte? Metal. Danke. Das ist das. Das ist Black Metal. Black Metal. Jan, kannst du das Licht mal bitte auf schwarz stellen? Danke sehr. Warte. Moment. Und das Rock hat Spaß. warte, ich habe auch mal. Wollen wir es mal maximal schwer machen für alle, die zuhören, zuschauen. Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind auf dem Potsdok, auf der Wernershöhe in Sibbese. Sibbese. Ja, und wir rocken ja das Haus. Das klingt nicht nach einer Metalband übrigens, Sibbese. Sibbese. Kommt drauf an, wie das Logo aussieht. Metal-Logos sehen immer gleich aus. Das ist diese zackelige Schrift, die man nicht lesen genau, kann. Genau. Und ich meine, wenn da dann Sibbese steht. Ich wollte mir mal so ein T-Shirt in der Schrift machen, wo drauf steht, schwer zu lesen. wir haben noch gar keine Metalllyrik gemacht. Soll oh ja, bitte. Nee, mach mal Metalllyrik. Jetzt nochmal rein hier. Ich habe diese Wälder so lange gepachtet. Ich weiß nicht, ob ich Mensch bin oder Tier bin. Ich halte tief in mir ein Streben nach Rache. Dann muss ich ein Mann sein, so viel ich kann. Ich habe gelernt, die Zunge des Tieres zu sprechen. Ich habe gelernt, die Schilder in Rinde und Schnee zu lesen. Ich habe die Geister meiner Väter in sich genommen, lange Zeit. In dieser kurzen Zeit, weit weg von zu Hause, ein Mann aus Eisen habe ich gewachsen. Ein Mann aus Eisen bin ich gewachsen. Und das Publikum geht durch! Hätte auch von Rilke sein können. Mm-hmm. Ist Bathory. Der hat auch mal gesoffen. Ja, du kennst das Format ja wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich. Nicht so gut, nee. Erzähl mal. Also das ist dann so quasi so unser normaler Sendungseinleitungsdings. Das nennt sich Metalllyrik. Also das heißt, das waren jetzt eigentlich auch schon vier Schnitte. Wir nehmen uns irgendeinen Metal-Text und werfen den, ich glaube, aktuell durch den Bing-Übersetzer, weil der ist irgendwie so richtig schön beschissen. Wir wollen den schlechtesten Übersetzer, den es gibt.
den wir gerade finden können, und dann wird das quasi ins Deutsche übersetzt, und wenn das noch nicht reicht, dann wird es nochmal irgendwie, weiß ich nicht, in Kanton-Chinesisch übersetzt und dann nochmal zurück ins Deutsche, und dann kommt dann halt kürzere Album. Da wird mir ganz nostalgisch zumute und ich denke an Hit Miss Germany. Kennt ihr die noch? Ja. Nein. Ach, das war so herrlich. Oder wir nehmen die haben jetzt, die hätten sich jetzt die Mühe gemacht, den Text zu interpretieren. Was will uns der Autor damit sagen? Wahlweise nehmen wir einfach einen deutschen Text von Manowar. Das ist genauso schlimm, das stimmt. Grüße an den Sven, der nicht hier ist. Nikolas. Oh ja. Wir kriegen ja unser Mikrofon auch noch ein bisschen näher, aber dann atmen wir da wahrscheinlich alle rein. Jetzt Vader ich gleich. Vader. Geht schon. Möchte jemand Nüsschen? Ich sehe da jemanden in der ersten Reihe. Du musst mal bitte hier, mein Mikrofonkabel ist nicht. Ich habe hier Gläser, wenn jemand Nüsschen möchte, bitte. Nee, Nüsschen müsst ihr jetzt bitte alle nehmen. Das ist gut für die Stimme. Ja. Wir haben einen Plan. Ich weiß, Erik hat auch einen Plan. Erik hat den Plan längst aufgedeckt, aber es erscheint erst später. Bist du bitte ruhig? Als wäre das abgesprochen. Nee, Lars, wir brauchen das für die Show. Ich will jetzt aber Nüsschen trinken. Ja, dann musst du gleich als Erster an die Bühne kommen und dir noch eins abholen. Also, damit das authentisch ist, muss Erik jetzt auch ordentlich Nüsschen trinken. Ja, eigentlich. Und hinterher nicht mehr reden können. Erik weiß es ja schon. Wir haben übrigens eine wilde Flaschung, ja, ist klar, Sven, hallo. Wir haben eine wilde Mischung aus Flaschen mit Einschenker und ohne. Grüße an Stefan Penninger, der uns nicht sponsort. Warum eigentlich nicht? Ich frage den dann das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Oh, was für ein Zufall, hier ist noch ein Glas über. Jetzt habt ihr Glück, dass ihr sitzen geblieben seid. Wir wollen heute reden. Willst du mich dissen oder was? Willst du ein Nüsschen? Nee, ist doch nichts gekriegt. Ich hab Bier. Prost. Ja, ist geil. Prost. Ja, worüber reden wir heute eigentlich? Ja, darüber, dass Schlagzeuger gerne mit Musikern rumhängen. Ja, an der Stelle vielleicht nochmal kurzes Dankeschön an Tobi, dass der jetzt... So, ich habe noch gar nichts gemacht. Ja schon, aber du bist jetzt erstmal schon mal hier. Du bist schon im Gegensatz zu dem Schlagzeuger. Der Schlagzeuger, ja. Das, ja. Schöne Grüße an den Schlagzeuger, echt nichts für ungut, alles nee, super. Alles gut. Ich habe tatsächlich lieb. Drumsticks mitgebracht und ein Fass und Kochtöpfe. Also wenn ihr wollt, können wir noch Metal spielen nachher. Du bringst Kochtöpfe zum Potstock. Ja. Du kennst Elbphan noch nicht, oder? Oder nee, ich habe die Fotos natürlich gesehen, aber wir wollen ja, wir sind ja hier einerseits, um euch alle zu sehen, andererseits, weil wir Camping üben müssen. Stimmt. Weil also ich habe einen Voucher. Ein Voucher. Und ein Ticket. Fürs Camp. Nee, nicht für das Camp, sondern im Sommer werde ich irgendwie Kanu wandern in Schweden durch die Wildnis. Ah. Und ich fahre nur nach Wacken. Um vorher zu wissen, wie das geht, sind wir halt jetzt einmal hier zum Camping. Das ist quasi so für dich so schlau. Und dann muss man ja auch einmal den Campingkocher ausprobieren. Natürlich. Ja, nicht, weil das hier irgendwie cool ist oder so, sondern einfach nur, weil da so ein paar nützliche Idioten auf der Wernershöhe so was machen. Weißt du, wie sich das nennt? Betreutes Campen. Genau, betreutes Campen für Herrn Bayer. Sehr gut. Wir haben uns überlegt, wir reden heute mal ein bisschen über Metal-Kultur. Nee, das wäre Metal-Klamp. Also über Metal-Kultur, so über Kutten. Und das Publikum dreht durch. Yeah. Lichteffekt. Der Front of House hat sowas von tierisch drauf. Wisst ihr eigentlich, was so eine Kutte bedeutet? Keine Ahnung, ne? Absolut kein Plan. Erklär's mal. Ich hatte früher eine, aber nur weil alle eine hatten. Ich weiß ja nicht, auf was du jetzt hinaus wolltest. Achso, nee, dass alle Aufnäher müssen von Hand selber aufgenäht werden. Ja, ja, ich habe die von Hand mit der Maschine aufgenäht. Oh, ja. Du bist so raus. Untrue. Und pass auf, aber das ist eine Originalkutte, denn den hier, den SOD-Aufnäher, den hat original meine Mama mit der Maschine aufgenäht. Und bist du erst richtig raus, das muss man immer alles alleine Junge, machen. Junge, Blödsinn, das ist doch total Spaß. Ein Freund von mir hatte übrigens immer, das habe ich glaube ich schon erzählt, in seinem Kampfstiefel Nadel und Faden stecken, damit er, falls er auf dem Weg zum Konzert noch einen Patch irgendwie auftreiben konnte, dass er den nochmal eben aufnähen konnte. So gehört das. Ja. Der war truer als ich. Du, ja. Aber nein, was man an deiner Kutte erkennt, ist, dass man die auch nicht waschen darf. Also das jetzt erkennt, auch so olfaktorisch. Das seht ihr, ne? Im Stream und im Audio jetzt vielleicht nicht, aber ihr merkt das. Ich auch schon. Also es ist ja nicht die Tränen in den Augen, das ist mehr so das Kratzen im Hals, was der mich ein bisschen Pelz auf stört. Der Zunge, dann machen wir ja wieder Trick. Hallo, hallo, hallo. Nicht diskriminieren gegen mich hier. Nee, genau. Also,
Nee, so eine Kutte ist schon wichtig. Meine Kutte ist halt auch irgendwie anders als die meisten. So im speziell im Thrash-Bereich, wo ich mich ja recht wohlfühle, ist es ziemlich gängig, dass man die Kutten komplett dicht nagelt mit Aufkleber, Aufnäher. Wir Patches. Brauchen dringend übrigens Patches für. Ich arbeite daran. Sehr gut. Techniker ist informiert. Sehr gut, sehr gut. Ansgar ist informiert. Wir haben Merchandise im Shop. Webshop. Falscher Podcast. Entschuldigung. Falscher Podcast. Ja, also, dass die Kutten komplett dicht nageln. Also wirklich Patch an Patch an Patch an Patch. Das fand ich doof, weil ich wollte da noch Nieten und irgendwie so hier so Anstecker und irgendwie, ich habe so ein paar Bierdeckel, die ich mit Nieten festgemacht habe und ein paar Ketten. Und ich fand das irgendwie so spannender, das so zu machen. Und wie immer, auch im Metal und überall sonst, kommen dann Leute an und erzählen einem, dass man das alles falsch gemacht hat. Und dann sagt man... Alles falsch am Arsch. Ja, richtig. So ist es. Sag mal, verpiss dich. Und dann ist glaubt immer, es besser zu wissen. Aber hast du eine Band, wo mehrere Aufnäher von der gleichen Blind Guardian habe ich auf jeden Fall mehrere. Mhm. Ich glaube, von Maiden habe ich auch definitiv mehrere. Und von Tankard habe ich... Man muss zeigen, dass es einen zentralen Patch hinten gibt. Ja, genau. Es gibt in der Regel, aber nicht immer, einen Backpatch. Also einen großen. Das ist so eigentlich die Band, der Song, das Album, wo man sagt, so, das ist es. Was hast du denn? Ich hab's jetzt nicht gesehen, du hast dich falsch rumgesehen. Maiden. Trooper. Ist also nach wie vor einer meiner Lieblingssongs, auch damals habe ich den drauf. Ich habe ganz, ganz lange keinen Patch hinten drauf gehabt. Und da gab's eine sehr lustige Begegnung in einer Theke in einer Disco, wo eine zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht sehr, sehr alte Frau mich angesprochen hat. 25 war sie, glaube ich. Naja, sie war eher so dein Alter. Also 26. Danke. So ein halb. Ich glaube, deine Mutter ruft. Ich bin ja. So, und die hat mir dann irgendwie erzählt, dass da ja irgendwie ein Backpatch auf meiner Kutte fehlt. Und das war in Kiel. Und einige wissen, dass es da in Kiel so einen Motorradfahrclub gibt, der da irgendwie ziemlich aktiv ist. Und die hat dann nicht gerafft, dass das eine Metal-Kutte ist. Denn so Biker tragen ja auch Kutten. Die sehen aber, die sind klar zu unterscheiden. Jeans-Kutten-Biker gibt es fast gar nicht mehr. Die tragen eigentlich alle Leder. Und das verwechseln aber einige Leute und denken, man wäre halt in irgendeinem Outlaw-Biker-Club, ja, was ja nochmal eine ganz andere Konnotation hat. Noch eine feine Unterscheidung. Die Biker-Kutten haben die Kragen abgeschnitten. Wenn sie schon Jeans tragen, haben sie die Kragen abgeschnitten. Ja, wobei, das habe ich bei Metal-Kutten auch schon extrem oft gesehen. Dass ich den dran habe, ist eigentlich, ich habe den auch gar nicht dran. Ich wollte gerade sagen, habe ich den dran. Ich habe einfach nur die Kapuze und die Haare drüber. Die Jacke ist mir auch zwei Nummern zu klein, weil ich die irgendwie mit 13 gekauft habe. So 14, wie gesagt, die ersten Patch, den konnte ich da noch gar nicht draufnehmen, weder von Hand. Das hat mir meine Mutter dann gezeigt mit der Maschine. Die hat gesagt, nee, da habe ich Hand drauf, hallo? Hast du gesoffen? Nein, hat sie nicht gesagt, aber. So, also Kutten sind irgendwie ein wichtiges Thema. Die sind total individuell, wie ihr schon merkt. Ich habe hier auch so ein paar Lederfransen dran, irgendwie das schon wieder so ein bisschen hier der Marlboro Man und so, ne? Und das ist halt so ein Ding. Ist das noch Metal? Ist das eigentlich noch Metal? Country Metal gibt's. Ja. Natürlich gibt's das. Die Folge ist noch nicht raus, aber ihr wisst jetzt auch noch nicht, dass uns das ziemlich egal ist, ob das Metal ist. Also uns eigentlich ist uns noch viel egaler, ob ihr denkt, dass ihr meint, ob das Metal ist. Ja, kann man eigentlich als Metaller zum Punk-Konzert gehen? Auf jeden Fall. Naja, Punk ist ja die Grundeinstellung, ist doch egal. Und exakt. Und wenn euch alles egal ist, ob das Metal ist oder nicht, dann seid ihr auf dem Punk-Konzert genau richtig. Das stimmt. Wenn's taugt. Wir waren zusammen bei Bad Religion, aber du weißt das gar nicht. Warst du so voll? Aber ich weiß das. Hattest du mir das nicht hinterher erzählt? Ja, das kann sein, ja. Ja, doch. Ich habe da viele Leute getroffen. Ja, stimmt. Ich war im 5-Jahres-Abstand bei Bad Religion-Konzerten. Nee, das erste Mal 92 und dann jetzt irgendwie zur 25 Jahre Bad Religion und jetzt zur 30 Jahre Suffer. Ja. Und bei dem 30 Jahre Suffer warst du auch da, ne? Da war ich auch, genau. Front of House, wenn ich nach oben zeige und euch winke, dann will ich Rock'n'Roll-Licht, bitte. Danke. Was gibt's da noch so alles an so Symbolik im Metal? Ich sag mal so, früher TM, ne, war das noch so, da musstest du natürlich lange Haare haben. Das ist doch immer noch so. Wir sind vom alten Schlag. Wächst halt nichts mehr bei mir, deswegen ist das. Ich kenne das Problem, ja. Das ist, also bei mir wird es hier vorne auch schon eine ganze Weile dünn. Aber du kannst ja dann von hinten nach vorn kämmen.
Ja, es ist, so ein Cop-Over. Also das ist wirklich ein bisschen blöde, ja. Dann wird es hier vorne irgendwie dünn. Das wird es bei mir seit 10 Jahren. Es gibt ein Foto von mir, meinem Opa und meinem Vater mit 30, 60, 90, so gerundet. Und wir haben alle genau die gleichen Geheimratsecken. Deswegen habe ich die gute Hoffnung, dass das jetzt so bleibt. Aber ja, was willst du machen, wenn die oben ausfallen? Das sieht halt scheiße aus, ja. Und dann müssen die irgendwann ab. Ich meine, für die einen ist es eine Glatze, für die anderen die längste Stirn der Welt, also. Nein, und ich sag mal, wenn die Haare dann irgendwann ausbleiben, ja, dann, oder man macht's wie ich. Ich habe dann irgendwie neulich ein Foto von mir von der Metal-Party gesehen und hab gedacht, Mensch, du siehst ein bisschen aus wie Ronnie James Dio. Ich meine, kann man machen, ne, also. Der hatte dann, frisurtechnisch, also, wenn ihr, also Ronnie James Dio ist der Typ, der die Schweigefuchs-Geste oder die 18, wie wir vorhin in den Gebärdensprachen gelernt haben, erfunden hat. Also nicht zu verwechseln mit dem Schweigefuchs, ihr kennt das, Flüsterfuchs, kennt ihr, ne? Kennt ihr das? Natürlich. Ja. Und ihr wisst, dass es eine Aktion gibt, Flüsterfuchs, nein, danke, kennt ihr auch, oder? Das kennt ihr das? Flüsterfuchs, nein, danke? Das ist doch ganz klar, wenn die Kinder heute im Kindergarten sind und die Kindergärtnerin machen so den Flüsterfuchs, dann heißt das ja, die Kinder sollen leise sein, damit die Kindergärtnerin was sagen kann. So, und jetzt stellt euch vor, diese Kinder gehen auf Wacken. Und dann kommt da und dann alle draußen im Publikum, pst, er will was sagen. Ne? Deswegen Flüsterfuchs, nein, danke, ist völlig klar. Ne? Und das Publikum dreht durch. Ja, aber ist das nicht auch irgendwie in Polen oder in irgendwo ist das auch irgendwie das Symbol der... Ich habe die Hörner aufgesetzt, ja. Nee, das ist das Symbol, die Nazis in irgendeinem Land haben auch den Fuchs. Das ist in der Türkei, das sind die grauen Türkei? Wölfe. Die grauen das Wölfe. Das geht noch das ein bisschen anders, die halten die Finger irgendwie. Sieht ein aber sehr ähnlich aus. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Genau. Also ursprünglich hat das ja Ronnie James Dio nicht erfunden, sondern der hat mal erzählt, seine Großmutter ist immer rumgegangen und hat Leuten in der Straße den bösen Blick verpasst oder damit den bösen Blick abgewehrt. Dann hat er das irgendwann mal auf der Bühne gemacht und läuft. Und dann kommt außer dem Flüsterfuchs gibt es auch noch das halt die Fresse Einhorn. Da dreht man einfach die Hand und hebt den mittleren Finger. Ne? Ich bin in der Erwachsenenbildung, da ist es halt eher das halt die Fresse Einhorn. Oh Gott. Ja, was ist noch wichtig? Ja, lange Haare. Ich meine, ich arbeite ja offensichtlich wieder so ein bisschen dran. Du bist dran, ja. Soll wieder lang werden, oder? Ich glaube schon, irgendwie so. Also ich hatte die Haare tatsächlich mal richtig lang. Also ich hatte die tatsächlich, also wenn ich mal so aufstehen darf. So lang hatte ich nicht. Also bis zum Arsch. Ich hatte sie hier. Ich kann es nicht sehen, da steht falsch. Also, ne? Moment. Ich kann mal übersetzen. Bis zum Arsch. Also so. Bis über die Arschtaschen. Ja, das wurde dann. Das wurde dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt richtig, richtig unpraktisch, wenn du dich ins Auto gesetzt hast und dein Kopf so. Bumm. So lang werden die bei mir zum Glück nicht. Deswegen habe ich Nieten auf den Schultern von meiner Kutte, die reißen die mal aus. Also dafür sind die da. Bevor die zu lang werden. Verstehe ich das erst. Das war total dämlich, die darauf zu packen. Aber jetzt sind sie da. Was willst du machen? Das ist wie so ein Kamm, ne? Ja. Nee, ich habe tatsächlich irgendwann mal überlegt, ob ich mal so lange wachsen lasse, bis sie tatsächlich nicht mehr länger werden. Habe ich noch nicht geschafft. Also ich habe dann wirklich dann so auf der Höhe dann tatsächlich aufgehört, einfach. Sagt das Mädchen zum Matrosen. Ja, nee, habe ich dann aufgehört, weil es wurde dann tatsächlich einfach unpraktisch. Du steigst ins Auto ein und hast dann irgendwie so die Hälfte deiner Haare noch irgendwo in der Tür hängen. Das ist auch ziemlich kacke. Au. Ich muss zu Hause jetzt eine Kochmütze tragen, weil mein Sohn meine Haare im Essen nicht mehr ertragen kann. Aber nicht, weil die reinfallen, sondern weil sie reinhängen. Umrühren. Rasierpinsel. So, wie ist das mit Bart? Bart? Gehört ja auch zum Heavy Metal? Wenn es oben nicht mehr wächst, kann man den einfach lang wachsen lassen? Nein, Bart gehört nicht zwingend zum Heavy Metal. Bart ist eigentlich eher so die Hipster-Bewegung jetzt, oder? Die haben es ein bisschen übernommen, ja. Das Lustige ist aber, ne, dann gibt es halt so wirklich so große Poster-Figures im Heavy Metal, die halt, sag ich mal, komplett gegen alles laufen. Ja, total. Devin Townsend. Der hat gar keine Haare. Der hat gar keine Haare. Nirgendwo. Das weiß ich nicht. Sicher? Ich glaube, der hat nicht mehr Augenbrauen. Ja, doch hat er welche. Wir können ja mal nachgucken gehen. Also ich war da jetzt so bildlich eher so bei Bruce Dickinson, dem Frontmann einer deiner Lieblingsbands. Ja, wobei der war auch besser als so ein langer. Nein, der ist immer noch super. Aber mehr als so ein Fokuhila hatte der doch unten. Wobei, das ist echt schlimm, wenn du dir das in den 80ern anguckst. Die hatten halt wirklich alle Pony, ne? Und ich finde, das sieht extrem scheiße aus. Pony und glatte, lange Haare hatte. Ja, klar. Ja, und also stimmt. Finde ich jetzt auch nicht so. Also, wobei mit dem Bart, das ist, glaube ich, ganz einfach. Wenn du schon zu Frau bist, zum Friseur zu gehen, bist du auch zu Frau, dich zu rasieren. So ist das jedenfalls bei mir. Das Ding ist aber, glaube ich, so bei den warum Pony und so, man brauchte dann ja noch natürlich irgendwie so ein
Unterscheidungsmerkmal von diesen Hair-Mettlern. Stimmt. Ja? Also ich meine, die waren dann so komplett aufgeplustert mit Kaltwelle und allem drum und dran. Nüsschen? Nüsschen? Jemand? Ich nehme an. Hier. Alle, die hier Podcast machen, bitte Nüsschen nehmen. So, die Konkurrenz aus dem Weltraumsegment, die geht schon mal weg. Ja, ist ja eh bewölkt. Also ich glaube, da passiert heute nicht mehr viel. Ja, und was auch völlig klar ist, man muss ja irgendwie so ein raues Auftreten haben als Mettler, ne? Oder? Ist das, kennt ihr auch, oder? Die sehen ja alle immer ziemlich brutal. Also wenn man ihn jetzt so sieht, sieht ist ja... Sieht doch nett aus. Wo? Netter Mann. Ja, komm, also das sieht schon ziemlich martialisch aus. Aber in Wahrheit... Das lenkt mich schon ein bisschen ab, wenn der da ausschwenkt. Ja, das, also ich bin es ja eigentlich gewöhnt, dass er da halt mit irgendwelchen Pullen in der Hand rumsteht. Ja, und Leuten, eigentlich schon. Sven, kannst du nochmal übersetzen, was Erik gerade gesagt hat? Ich habe es nicht ganz verstanden. Das scheint irgendeine Geste aus dem Fußball zu sein, die dann... Erik, komm nochmal kurz. Sag's nochmal laut. Laut in das Mikrofon. Aber genau, Klaas, der war mal bei Sport 1, bei, wie heißt der Sendung, Doppelpass, und hat sich als Wolfsburg-Fan gemimt und hat dann so Wolfs... Handbewegung gemacht und gut Kick gesagt. Also gut Kick. Das ist bestimmt in der Türkei super angekommen. Ja. Du Schauha. Ja, so Handbewegung, da kann man auch irgendwie mit den Teufelsküche kommen, habe ich mir gehört. Was sagt Becky dazu? Gibt es das öfter in Wolfsburg, diese Handbewegung? Ist Becky hier? Nee. Becky ist nicht zu sehen. Die sitzt wahrscheinlich an der Theke. Nee, aber die allgemeine Haltung ist ja, dass so Metalheads irgendwie so die grimmigen Typen sind, die... Habe ich on air die Story erzählt, wo ich mit meinem Kumpel Lukas nach Köln gefahren bin? Nee. Wir sind auf dem Weg gewesen zum Chris Witchhunter Gedächtniskonzert in der Turbinenhalle in Oberhausen. Du musst dahin gucken. Und ja. Ich erzähle das ja euch. Nein, du musst das denen erzählen. Da sind so unfassbar viele Leute. Ich war mit meinem Kumpel Lukas auf dem Weg nach Köln, um da dann zu pennen bei meiner Freundin, die wohnt da, und dann irgendwie zu einem Konzert zu fahren, Chris Witchhunter Gedächtnis Tribute-Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen, so alle ehemaligen Sodom-Mitglieder, und das sind verdammt viele. Das sind echt viele. Mit ihren Bands, plus Artillery, die mache ich nachher in der Bar mal an. Geile Mucke, ey. Comaniac, so ein guter Song. Naja, gut. Und wir sind auf jeden Fall in Kutte unterwegs gewesen, beide mit langen Haaren. Lukas ist 2,10 Meter groß, den habt ihr schon mal gehört, ich habe mit dem zusammen die Blankardien-DVD besprochen. Und 2,10 Meter groß, wiegt so 160 Kilo, hat so einen Rauschebart, extrem lange Haare. Und der hatte seine Brille zu Hause gelassen und nur eine verspiegelte 80er-Jahre-Sonnenbrille eingebracht. Hat also exakt genau nichts gesehen. Und als wir in Osnabrück umgestiegen sind, hatten wir beide schon 10er-Träger-Siegelpilz im Kopf. Und, also ihr merkt, er ist Metalhead, ja? Und dann hatten wir unser Zug eine Stunde Verspätung und wer Osnabrück kennt, da gibt es eine Bahnhofskneipe. Dann sind wir in den ICE gestiegen und der einzige Wagen... Nicht in die Bahnhofskneipe? Ja, nach anderthalb Stunden Bahnhofskneipe. Kennst du den kürzesten Musikerwitz? Gehen zwei Musiker an der Kneipe vorbei. Auf jeden Fall sind wir dann in den ICE gestiegen, in das Fahrradabteil, weil wir waren so breit, woanders passt man nicht mehr rein. Und in dieses, ich meine, ich sah so aus wie jetzt plus Sonnenbrille und hatte einen Typen dabei, der doppelt so groß und doppelt so breit ist wie ich plus Kurt plus Sonnenbrille. Und dann stiegen so ganz viele alleinreisende Mütter ein, die alle einen Kinderwagen dabei hatten. Und die haben uns alle gefragt, ob wir den Ein- und Ausladen helfen. Wir waren stinke besoffen und sahen dann aus wie die allerletzten Hänger, die wir ja auch waren, also sind, also ihr wisst schon. Und dann war das Bild original vom Bahnsteig aus gesehen. ICE hält an, Tür geht auf, Metaller fällt raus. Steht wieder auf, dreht sich um, macht eine winkende Geste. Vorderer Teil von dem Kinderwagen geht raus, Metaller packt Kinderwagen, lädt den auf den Bahnsteig, verabschiedet sich von der Mutter, steigt wieder ein, stolpert dabei, fällt in den Waggon. Schönes Bild. Tür geht wieder zu, Zug fährt weiter. Und das bei jedem Halt bis Köln. Ich distanziere mich davon. Ich bin so nicht. In der U-Bahn in Köln waren dann so ein paar junge Herren, die alle so einen Handschuh anhatten. Und die hatten irgendwie eine Flasche Jack Daniels, wo der Deckel fehlte und so. Und die saßen hinten in so einem Viererabteil und haben sich tierisch die Kante gegeben und sich richtig assi benommen. Und wir gehen rein und da war ja Platz. Also sind wir hingegangen und uns da hingesetzt. Bei so einer Segeltotasche da so busch auf dem Boden und so bam. Moin. Ruhe. Plötzlich in allerfeinsten Hochdeutsch gesiezt. Entschuldigen Sie, sind Sie bei folgendem Motorradclub? Nö. Ja, wir wollten nur fragen. Ja, ist gut. Ja, Norddeutsche Metaller. Stören wir? Ja. uns nicht, aber den Rest vom Wagen, ne? Ja, gut, Entschuldigung. Ja, raus.
ausgestiegen. Scheiße, wir sind zum falschen Zug, wir hätten vor zwei Stationen umsteigen müssen. Oha. Meine Freundin ist da hinten, ich will jetzt diese ganze Sauferei nicht glorifizieren, aber sie ist dann davon aufgewacht, dass ich eine halbe Stunde versucht habe, den Schlüssel noch zu kriegen. Da hat sie die Tür lieber aufgemacht. Weißt du, ich versuche jetzt hier irgendwie so ein freundliches Bild von Metalheads zu bauen, ja? Wir haben Kinderwagen und mit er, ausgeladen. Du, weißt du, was ich mit meiner Händearbeit oder Stimmarbeit. Ich habe ja gerade Stimmarbeit, danke. Ja. Reißt du mit dem Arsch wieder ein, ey. Tobi, war es früher auch schon so? Also ich bin ja tatsächlich noch in der Hair-Metal-Zeit groß geworden. Mein erstes Konzert. Das ist doch total geil. Die haben Mädchen mit zur Party gebracht. Das war doch super, oder nicht? Mein erstes Live-Konzert war Halloween Keeper of the Seven Keys Part 2. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt Metal war, aber euch ist es ja egal. Dankeschön, ich liebe dieses Album. Ja, das kommt drauf an, auf welcher Seite des Tisches du sitzt. Keeper of the Seven Keys Part 1 fand ich großartig. Da hatte Kiske noch Haare, ne? Und Part 2, genau. Hatte ziemlich keine viele Ahnung. Fluffige Haut. Jetzt, ja. Ich habe den lange nicht gesehen. Ich bin so ein bisschen raus aus der Szene, ehrlich gesagt. Jetzt ist so ziemlich blank poliert. Ich höre auch kaum noch Metal. Also manchmal aus, was? Aus Nostalgie, wenn ich mal wieder Maiden hören will. Sag mal, wen habt ihr da eingeladen, ey? Das war Wanska. Er war halt da. Wir hätten auch Roddy kriegen und können. Und ich habe früher Metal gehört. So, aber da war halt auch kein noch so Lederhose ganz wichtig. Ja, geschnürte, ne? Geschnürte sonst Lederhose. Sonst warst du nicht. Richtig. Das habe ich auch jahrelang nicht ausgezogen. Und Doc Martens. Das hat mir nie gepasst. Ich habe so große Füße. Ah, Shit. Da saßen Scheiße. Oh, jetzt ist hier ja total in. Ne? Also jetzt siehst du wirklich junge. Also ich bin Mitte 30, ja. Ende 30 würden böse Zungen behaupten. Hallo, Maus. so, und, wie alt gibst du vor zu sein? 27. Ich bin genauso alt. Ich bin doppelt so alt. Sie könnten meine Kinder das sein. Publikum, nee. Meine Mutter hat Geschmack. Den kriegst du wieder. Nicht schlecht. Mit Anlauf. Anlauf statt Leitcreme. Hast du ein Problem mit Behinderten oder was? Nur mit dir. wo war ich denn? Ich rufe jetzt meine Mutter an. Stege wie bevor wir als Mutter beleidigt haben. Lederhose geschnürt. Ganz wichtig. Du warst dann also auch so mehr so Team Power Metal? Das hieß damals einfach nur Metal. Dass das Power Metal hieß, ging Ende der 90er Jahre. Lass ihn doch jetzt mal was sagen. Er ist der Gastmann. Meine erste Schallplatte war tatsächlich Gary Moore, Live in Japan. Oh, echt? Gary Moore ist auch gut, ja. Ja. Ich habe noch Deep Purple, Live in Japan. Oh. Hast du die noch wie gesehen? Gesagt, erstes Konzert, nee. Ja, Halloween. Aber nicht original. Und dann bin ich relativ schnell in die Motorhead-Ecke abgehängt. Also mein Rücken auf. Lass uns mal auf Lemmy trinken. Ich habe zwar keinen Whisky, aber es ist okay, denke ich. Ich habe nicht auf mal Lemmy. Bier. Auf Lemmy. Wenn ihr nicht wisst, wer Lemmy ist, das erklären wir euch nachher. Aus dem Pinken schmeckt der aber nicht gut. Da war ich tatsächlich in meinem tiefsten Inneren getroffen, als der gestorben ist. Ja, ich auch. Ich war tatsächlich so ein Stück weit erschüttert. Ich meine, also, das war ja jetzt nicht überraschend. Nicht so richtig, aber trotzdem, es war halt so eine Figur, die... der hatte schon, du musst an andere Podcaster ausschenken. Ja, und Podcasterinnen natürlich, ja, selbstverständlich. Natürlich. Und mach dein Glas mal ein bisschen voller, ich will auch ein. So, nee, nicht das Glas voller, dein Glas sollst du voller machen. Soll ich mal rüber? Ja, aber... Ich bin noch nicht fertig. Redet weiter. Ja, reicht, meine Güte. Das ist hier auch noch was. Das ist Podcast. Ja, Moment, ich will auf dem Rückweg auch noch was. Also, Lemmy und Motorhead, da waren wir stehen geblieben. Und Lemmy ist ja leider gestorben. Dankeschön. Ich habe eine vollständige Motorhead-Plattensammlung von der allerersten. Du musst 90 Grad drehen. Ich will nicht. Und ich will ja die Weltherrschaft. Das desinfiziert doch beim Trinken. Da musst du nicht 90 Grad drehen. Es wird doch nicht in Kirche hier. Bis hin zu irgendwann in den 90ern bin ich ausgestiegen mit Motorhead-Platten kaufen. Da war es dann irgendwie vorbei. Ich bin so ein bisschen abgedriftet in andere Musikrichtungen. Aber ja, ich weiß nicht, ist Foo Fighters Metal? Zählt das? Also Metal ist es mein Bruder nicht, sagt, das ist Pop. Es ist geil. Ja, das ist schon... Musik, ja? Ich sag Spaß. Ja mal Metal-Schlager, ne? Ich mag meine Frau. Foo Fighters, sagst du Metal-Schlager zu? Das ist geil!
Naja, ja. Foo Fighters wurde es geil. Habe ich zweimal live gesehen, jetzt einmal in der Halle. Da saßen wir, also hatten wir Sitzplätze und standen quasi direkt über der Band. Konnte ich echt so von oben schön drauf gucken. Es war großartig, also wirklich so 15 Meter Luftlinie zur Bühne. Ja, geil. Und dann haben wir sie jetzt Bahnfelder Trabrennbahn nochmal live gesehen mit 80.000 Leuten. Und das war amüsant, das Publikum zu beobachten, weil die halt doch größtenteils eher unsere Generation waren. Also jüngere Menschen habe ich einfach nicht entdecken können. Unsere Generation. Wo du mein Sohn sein könntest, ne? Mit dem Björn an jetzt hier. Naja. Da müssen wir uns nachher nochmal unterhalten, so auf eher und so. Über die Generation? Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin der Methusalem hier, na und? Ist doch okay. Ja, ich meine, einen trifft immer. Also. Ich wollte gerade sagen, also, wo ich vorhin angesetzt hatte, das ist mir vor allem bei diesem Turbinenhallen-Gig da aufgefallen, es gibt inzwischen wirklich junge Leute, klingt jetzt so doof, aber damals, das ist auch schon ein paar Jahre her, mit Anfang 20 irgendwie, die laufen rum wie in den 80ern. Also mit Röhrenjeans und irgendwie Turnschuhen, weiße Turnschuhe. Das ist aber gerade hip, also das tragen und, alle. Nee, guck dich mal um halt, in der Stadt, alle tragen weiße Turnschuhe. Und dann dazu aber halt Kutte und so. Ne? Da habe ich vor ein paar Jahren, habe ich da mit einer Band gespielt, damals halt auch, wo ich in dieser Power-Metal-Kombo gespielt habe. Und da waren halt wirklich zwei Typen, die waren in einer sogenannten Thrash-Metal-Kombo. Die haben tatsächlich die 80er gelebt. Die hatten wirklich irgendwie so Kunstlederklamotten in Rot und irgendwie Fokuhila. Kunstleder ist aber auch eklig. Da stinkst du wie Hulle drin. Ich habe nicht an denen gerochen. Fehler. Also nein, alles richtig gemacht. Aber ein bisschen wie seine Kutte stinkt, meint er. Sie duftet. Wollen wir tauschen? Penner. Nee, geht. Geht noch? Ich bin schon alt. Kutte riecht doch nur. Genau. Und jetzt riecht sie noch ein bisschen. Die haben das halt tatsächlich so richtig gelebt. Also da war wirklich irgendwie das komplette Programm mit Fokuhila und irgendwie den Klamotten und allem drum und dran. Und die waren auch so rein stilistisch ziemlich, wo da ist noch mehr. So. Die waren kein Einschenker, es geht schneller. Musikalisch halt ziemlich in den 80ern irgendwie hängen geblieben. Finde ich jetzt persönlich nicht so interessant, weil entwickelt sich ja weiter. Aber ich meine, wer drauf steht, ne? Wir haben in der Firma so einen Slack-Channel aus unserer Gruppe bezüglich Metal. Es gibt ziemlich viele Metal-Hörer bei uns. Und alles, was die da posten an aktuellen Platten, die gerade rauskommen, kann ich mir nicht mehr anhören. Das ist alles zu hart, das ist alles nur Gegrunze und Gegröle. Tobi, kennst du Devin Townsend? Nee. Du möchtest Devin Townsend heute noch hören. Und ich poste dann immer irgendwie, weiß nicht, meinen Amerikaner-Quatsch oder so. Chris Thiele. Kennt ihr Chris Thiele? Nee. Ah, Chris Thiele ist großartig. Muss ich auch nachher vorspielen. Ja, ich packe gleich den Kopfhörerverstärker aus. Der hat 4 Ausgänge. Ihr dürft ja leider nicht mithören wegen scheiß GEMA. Ja. 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 Genau. Wir könnten sonst ganz viel Musikbeispiele bringen, aber dürfen wir ja nicht. Ich hätte auch noch 8 Kanäle mit 16 Ausgängen. Ja, ja. Also bring your own Kopfhörer. Bring your own device. Hier, apropos Motorhead, da habe ich noch einen Tipp für dich. Im November kommt Phil Campbell, der Gitarrist von Lemmy, mit seinen 3 Söhnen und einem Freund seiner 3 Söhne ins Logo. Ach, geil. Und das ist absolut geil. Also, das kann ich nur empfehlen. Oh, Logo ist so furchtbar. Da zu spielen ist so schrecklich mit dieser Säule. Ja, ich weiß, ich kenne das auch. Oh. Aber Phil Campbell, der spielt tatsächlich im Logo. Und ich habe den letztes Jahr da gesehen und das war äußerst amüsant, weil ich habe beim Reinkommen irgendwie so einen jungen Mann kennengelernt, irgendwie der auch mit seiner Motorhead-Kutte da draußen stand. Und den haben wir hinterher noch in einem Schnellimbiss in Hamburg wieder getroffen, der dann erzählte, dass er noch mit Phil Campbell gesprochen hat nach dem Konzert. Und der hat ihn sogar in den Tourbus eingeladen, um dort noch mit der PlayStation zu spielen. Seine Söhne wollten das nicht, die wollten lieber schlafen. Das ist nicht mehr Metal. Das ist wirklich nicht mehr Metal. Und das ist auch die falsche Generation. Das ist okay, aber kein Metal. Der Alte wollte spielen und die Youngster sagen nein. Bei PlayStation spielen ist auch kein Metal. Wenn die jetzt Nüsschen getrunken hätten, ja, da wäre ich dabei gewesen nochmal. Ich glaube, Phil hätte auch noch Whisky. Ich habe irgendwas mit der Stimme, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, komisch. Musst du Nüsschen trinken? Ich habe gesagt, du sollst Nüsschen nicht trinken. Aber gut. Ich weiß gar nicht, warum du das gesagt hast eigentlich. Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie hängen wir so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Also Plattensammlung, glaube ich. Ne? Also ihr suchtet ja nach Sachen, die Mettler haben müssen. Und die Plattensammlung ist ja extrem identitätsstiftend gewesen. Absolut. Also, aber da ist halt wirklich die Frage, was ist in deiner Plattensammlung? Bei mir schon kaum noch. Also muss es Platte sein? Also darf es auch hier diese Silberlinge, diese bunten Scheiben? Diese das war ja nur so eine kurze Epoche. Ja, so Randerscheinung. So. Ach, ihr jungen Leute. Du hattest noch die Wachsrollen vom, wie hieß er?
Ja, so alt bin ich auch wieder nicht. Ich habe noch eine Plattensammlung. Also ich weiß, was Tobi meint. Ja. Ja, nee, aber hatte ich, beziehungsweise nicht hatte ich, habe ich auch noch ungefähr so 200 Scheiben ungefähr. Also ich meine, die Plattensammlung sieht man nicht, aber wenn ihr jetzt irgendwen so seht. Wieso sieht man die Plattensammlung nicht? Ja, nee, weil wenn man Menschen so irgendwo trifft, dann haben die ja selten ihre Plattensammlung. Nein, es geht ja darum, wenn Gäste zu dir nach Hause kommen. Ja, das ist okay. Ist ja die Frage, du hast du ein Bücherregal, wo irgendwie Terry auch? Pratchett drinsteht? Oder ja. Hast du ein... Hast ja, du mehr auch. William Gibson, aber ja. Ja, oder so hast du... So ein Metal überlappt auch, ne? DVD-Regal, wo irgendwie Game of Thrones drinsteht? Oder hast du irgendwie... Nee, Big Lebowski mehr. Genau. Dude! Wie oft so? Da drüben liegt übrigens der Teppich, der das Festival das richtig gemütlich macht. Und wir haben Kalua. Na, nicht zufällig, aber ich fürchte, der Wodka ist alle. Nehmen wir ein Nüsschen. White Russian. Oh, da Nüsschen, Kalua. Oh. Lass ihn doch mal gehen. Zu Ende reden, was er mit der Plattensammlung meint. Das ist einfach wahnsinnig. Also gerade so, wann habe ich angefangen mit Metal hören? Mit 14 oder so? Und da kommen halt noch die Kumpels zu Gast. So, und dann ist halt echt die Frage, wie identifizierst du dich? Oh Gott, das Nüsschen, warte mal. Deine Stimme lässt langsam nach, ne? Stimmt wie das? Identifizierst du dich? und die Frage, was steht im Plattenregal, ist halt extrem entscheidend dafür. Das ist absolut wahr. Ja, das ist so, als wenn du so bei einem, weiß ich nicht, Akademiker reinkommst, dann steht halt Goethe, Kant, ja. Also nicht gesehen. Hat er alles nicht gelesen? Bei mir stand nee. Judas Priest, Saxon, genau. Deep Purple. und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe sogar Scorpion-Scheiben gehabt. Ja, wir hatten ja nichts, ne? Bei ja in der Nähe von Hannover hier. Bei mir war es eher so, Comet in Concord, Duke Nukem 3D. Du kommst ja auch aus diesem... Wir hatten ja nichts, ne? Nee, genau. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr so irgendwen seht oder bei dem zu Hause ankommt und ihr seht da so drei Gegenstände oder drei Attribute, die ihr seht, wo ihr sagt, Metal? Ich sag mal so eine schwarze Gitarre verrät einen dann schon relativ schleunig. Da kannst du auch, weiß nicht, hier Country spielen. Ja, nee. Also die hat ja so einen goldenen Rand, den hat die nicht. Nee, hat sie nicht. E-Gitarre. Ja, natürlich. Ja, klar, E-Gitarre. Es gibt auch andere Musikrichtungen außer Metal, die E-Gitarren verwenden. Ist das aber so? Aber keine schwarzen. Niemals. Niemals. Nee. Du könntest aus auch Mariachi schwarzen, sein. Hallo? Aus schwarzen Gitarren kommt nur Metal, alles klar. Ist egal, was du machst. Ja, aber dann halt also ich wollte ja nicht meinen Bass hier auf die Bühne stellen und dann hättet ihr das gesehen, der ist schwarz. Ich habe einen schwarzen Musicman. Wie viele Seiten hat dein Bass eigentlich? 5. Hast nochmal nachgezählt, ne? Ich hab nochmal nachgezählt. 1, 2, 3, 4 und eine. Dann hat er das bei Google eingegeben. Dann hat er das bei Google eingegeben und hat sich das gemerkt. Wieso tue ich mir das eigentlich mit euch immer an? Ich Idiot, ey. Bist halt Masochist. Oh, das ist die Antwort auch schon. Mich nimmt niemand. Sag mal, drei Sachen, wo ihr sagt, Metal, passt schon. So, Plattensammlung. Klar, wenn du reinkommst und da steht irgendwie hier Judas Priest und ich sag mal, auch die Vorgänger, also irgendwie, was heißt Vorgänger? Aber so die Parallelentwicklung, sag mal, die härteren Rockbands irgendwie. Man könnte sich ja lange drüber unterhalten, ist AC/DC Metal. Aber ich würde sagen, du findest wenig Metal-Fans, die keine AC/DC im Schrank haben. Wenn sie denn einen Schrank haben. Warum soll AC/DC kein Metal sein? Ja, es ist Hardrock, oder? Es ist Hardrock. Aber ich finde auch, dass Unterscheidung ist egal. Ich habe hier auch mehrere AC/DC-Patches auf der Kutte und da sagt auch keiner was zu. Ja, du hast recht, das ist auch. Das ist halt einfach Kultur, das muss so. Ja, gehört dazu. Bändchen? Jörn? Bändchen, ne? Also, Bändchen. Diese also, wobei da die Schnittmenge relativ groß ist. Ich habe nicht ein Konzertbändchen dran. Das ist alles irgendwie so Potstock und Hackerzeug und und auch eins. Also, ich habe auch zwei Potstock-Bändchen und ich habe ganz viele Festivalbändchen. Ja. Und du hast aber auf der anderen Hand, beziehungsweise auf dem anderen Arm, hast du nämlich noch was. Das ist ein Pulswärmer. Schweißband. Ja. Damit entschweißt man sich, wenn man gebankt hat. Von Running Wild übrigens. Ich habe gerade letztens eine Running Wild CD gewonnen. Oh nein, furchtbar. Findest Running Wild jetzt scheiße? Oder? Ja, total. Also die alten Running Wild, die neuen Running Wild, pauschal? Gibt es neue Running Wild? Ich hätte es mir nicht mehr angehört. Ja, warum sollte ich dann die einen scheiße, die anderen nicht finden? Also Running Wild haben einen sehr eindeutigen Stil immer noch. Aber Death or Glory. Deswegen gab es auch bei JBO... Klar. Da hat irgendwie eine Frage aus dem Off. Ja. Habt ihr das gehört? Nee, aber verlauf dich nicht. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Aber wieso will sie jetzt gehen, wo wir hier noch dabei sind? Also das ist Metal. Jetzt Nachtwanderung machen ist Metal. Ja, ach, das ist Metal. Das ist voll. So in Wald und dann so mit einer Axt und so. Ja.
Also wir kommen hier nicht zu Porto. Welche drei Dinge? Running Wild, deswegen gab es noch, was ich noch ausführen nur wollte. Running bei Wild spielt. Running Wild. Ja. Sodom spielen Clowns und Helden. Auch wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann googelt das bitte und zieht es euch rein oder kommt gleich an die Bar. Clowns und Helden? Clowns und Helden. Clowns Nein, und du wolltest doch ja, darauf raus, was, welche drei Dinge man bei einem Metal-Fan findet. JBO. Ach so. Erklären wir dir gleich an der Bar. Okay. Also drei Dinge, die man bei Metalheads findet, irgendwie wohlwürdig. Also lange Haare, würde ich schon mal sagen. Also es gibt auch Metalheads ohne lange Haare, aber lange Haare sind schon mal... Bandshirt. Bandshirt hilft auf jeden Fall. Und Kutte, würde ich sagen. Wenn du irgendwie in den Bandshirts Kutte und lange Haare findest, dann... Wie ist es mit Poster? Hattet ihr Poster? Ich habe jetzt wieder Poster. Nee, Moment. Nicht Poster. Flaggen. Ja, Flaggen. Auch. Ich habe Flaggen. Oh, ich habe eine ACDC-Flagge, ja. Auch. Stimmt. Ich habe noch Guardian. Was habe ich noch irgendwo rumliegen? Die Don't Treat On Me von Metallica habe ich irgendwo noch rumliegen. Rumliegen? Stimmt nicht mit dir, Mann. Ich habe zu wenig Platz und ich wohne in einem hier Dachgeschoss und da ist mit Flaggen aufhängen schon ein bisschen schwierig. Klingt nach einer ziemlich billigen Ausrede. Dann habe ich Elektro-Tacker, hallo? Das findet vielleicht mein Vermieter nicht so geil. dann habe ich natürlich Iron Maiden, The Number of the Beast als das ist gut. Flagge. Kann ich nicht meckern. Und noch ein bisschen anderen Großstrom liegen. Also, trinkst mal ein Nüsschen und gehst mal weiter. Du willst ja nicht, ne? Nee, ich will nicht, nee. Aus Gründen. Komm hier, ich hab Zeit. Sag mal was hier. Okay, Flaggen. Ach, Flaggen ihr macht jetzt Ping-Pong. Spaß oder? Mit Flaggen. Spaß mit Flaggen. Fun with Flags. Das wird man nur noch flaggen dürfen. Nee, aber ansonsten... Du hast nicht Big Bang Theory geguckt, ne? Ich finde Big Bang Theory voll doof. Ja, deswegen hast du jetzt den Witz auch kaputt gemacht. Ist auch kein Metal mit drin. Aber wir sind jetzt an der Stelle wieder an dem Punkt an der Sendung, wo wir zwei irgendwas doof finden und du nicht. Ja, stimmt. Wo wir zwei Geschmack beweisen und du nicht. Also, ah Gott, ey. Das Wichtigste, was man als Führungskraft in Fällen von Mobbing-Vorwürfen erstmal klären muss, ist, hat der es denn verdient? Das ist hier wohl eindeutig. Neun von zehn Leuten finden Mobbing toll. Finden Mobbing eigentlich ganz witzig. Ja. Mobbing lebt auch von Mitmachen. Aber den Witz habe ich im Personalrat gelernt. Und das Publikum dreht durch und die Beleuchtung. Ja. Danke. Jetzt. Aber wisst ihr jetzt, wo das draußen dunkel ist? Da geht das erst richtig ab hier. Mach nochmal diese Drehdinger da, Jan. Genau. Drehdinger, das bitte. Das muss ich mehr drehen. Jetzt weiß er den Knopf nicht. Zählt und ist extra beleuchtet. Sehr gut. So ein Rockstar. Wir können jetzt noch dieses... Nee, wir müssen ja noch weiter Sachen sammeln, die man bei Metalheads findet. Also bei mir findet man Doc Martens Stiefel. Ja, bei mir insgesamt Schnürstiefel sind für Konzerte ganz geil. Ich trage sowieso meistens Sicherheitsschuhe und wenn einem da mal jemand so richtig auf die Zehen gesprungen ist beim Proben oder beim Moschen, dann ist das echt besser. Ich habe da mal einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mir auch solche Stiefel gekauft. Erstmal bin ich damit rumgelaufen wie Clown Ferdinand, weil das sieht bei mir irgendwie ziemlich doof aus. Und ich war damals auch noch ein paar Kilo leichter. Und vielleicht waren wir das nicht alle. Ja. Dazu kam, ich habe die Stiefel gesehen, die waren okay im Preis und die waren aber aus so einem Krufti-Laden gewesen. Und die haben halt so dermaßen nach Patchouli gerochen. Die haben halt nicht nur so, okay, die riechen ein bisschen nach Patchouli, stellst du mal hin, lässt eine Woche stehen, das geht weg. Nope. Nein. 2 Jahre später. Molekulares Patchouli. Das hat immer noch gestunken. Ein Kollege von mir riecht total fies nach Patchouli, aber der ist Mettler, aber... Kann man das irgendwie beim Arzt behandeln lassen? Ich habe keine Ahnung, aber ob das sein Parfum ist oder was, und der ist halt auch irgendwie einen Tag älter und sieht halt überhaupt nicht nach Mettler aus und so. Hallo? Ich habe ein 72-Stunden-Deo, Leute. Ich rieche nach Fritteuse. Geil. Marty McFry. Kommt zum Podstock. Wir haben Fritteusen. Und wir werden sie benutzen. Ich bin Festival im Beruf, da wird nicht geduscht. Doch, ich dusche hier auf jeden Fall täglich. Allein schon wegen Hygiene, wegen Kochen. Ja, das bringt bloß nicht viel. Ja, aber wenn du dann die Kutte anziehst, was bringt denn das dann? Die habe ich ja auch schon zum Kochen an. Scheiße. So, ne? Also für euch jetzt. Was war euer nächstes Konzert? Apropos, wisst ihr, wer Ende des Monats in Hamburg spielt am 30.? The Who. Wer? The Who. Sehr lustig. Ja, da wollte ich jetzt. Sorry, da muss es sein. Kann ich bei dir pennen? Kannst du. Ja, okay, super. Also je nachdem, wie du dich den restlichen Abend benimmst. Ja, ich muss mir noch ein Ticket klicken. Wo spielen die? Im Knust. Nicht im Ernst. Doch.
The Who, diese nicht The Who, nicht WHO. Also H-H-U, es ist eine mongolische Band. Das ist eine du hörst unseren Podcast nicht, stimmt's? Entschuldigung. Also ja, wir haben heute erst davon erfahren. Internationales Metall. Und da haben wir diverse Bands behandelt und unter anderem The Who, The H-U geschrieben. Okay. Ich wusste auch mal, was das heißt. Das ist so ein Wortspiel, so ein mongolisches, kein Witz. Und auf jeden Fall, die spielen wirklich so traditionelle mongolische Instrumente, aber Metal ist das vielleicht nicht, das ist eher so Hardrock, aber die rocken auf jeden Fall derbe ab auf so mongolischen Leiern und sowas, ja, mit Kehlgesang und volle Kanne, okay, gleich an der Bar. Das ist echt cool. Das ist geiler Scheiß, also das wird schlimmer an der Bar gleich. Das kann man sich ziemlich durcheinander fallen. Für uns ja nicht. Thema hier Konzertkarten. Ich hätte noch zwei Konzertkarten. Das ist eventuell mein nächstes Konzert. Ja. Abzugeben für Devin Townsend. Das hast du ja jetzt von Tobi und Holgi abgeguckt, dass man auf im Podcast. Ja, voll. Verkauft, ne? Aber ich meine, wenn ich schon mal so eine Reichweite habe, ne, ich hätte für den 18.11.2019 im Grünspan nämlich noch zwei Tickets für Devin Townsend abzugeben. Was? Warum das denn? Warum das denn? Weil ich mir habe sagen lassen, dass da Grünspan halt einfach für Menschen mit Gehbehinderung ziemlich scheiße ist. Stimmt. Und ich mir so ein Konzert natürlich nur mit meinen Liebsten, also Er meint mich. Hast du einmal schon Karten für das Berlin? Publikum bitte? Oh. Ich schon. Sehr schön. Hallo? Oh, das Publikum, wenn dann Gott. Entschuldigung. Bist du froh, dass wir heute nicht spielen? Und ich möchte mir natürlich das Konzert mit meinen Mitpodcastern angucken und deswegen haben wir noch kurzfristig geswitcht und fahren dann zusammen nach Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin. Zu Devin Townsend, wie gesagt. Zu Roddy und dann gehen wir zu... Der hat in der Woche Geburtstag. Oh Gott, das wird schlimm. Ich habe schon Urlaub eingereicht. Ich auch. Ich bin Rentner. Da spielt er wieder die R-Karte. Trumserland. Sag mal, brauchst du Karten für Devin Townsend in Hamburg? Klingt ja interessant. Das ist kein Scheiß. Also, das müssen wir uns Scheiß. Ich habe übrigens auch Karten zu verkaufen. Und ein Fahrrad und... Und ein Fahrrad und eine Kamera. Blümchen zählt nicht. Tatsächlich kommen King's X on Tour. Oh. Die sind live so unglaublich gut, dass ich sofort, als ich die Nachricht bekommen habe von Eventim, hier sofort Ticketalarm, gibt Karten, habe ich geguckt, wo spielen die? Okay, mein Bruder wohnt in München und ansonsten war nichts Sinnvolles dabei, also habe ich zwei Karten für München gekauft, wollte damit meinem Bruder hin. Mache ich vielleicht auch, nur er hat nicht so richtig Zeit und ich bin da eigentlich gar nicht in München, sondern in Hamburg. Und eine Woche später kam dann raus, die spielen übrigens auch in Hamburg. Also habe ich natürlich auch noch Karten für Hamburg gekauft. Und ich würde auch beides machen, München und Hamburg. Dass jeder vernünftige Mensch tun würde. Lass da eventuell nochmal reden. Ich bin in Regensburg stationiert, also das heißt... Ja, also falls das nicht klappt mit München, hätte ich da zwei Karten für King's X in lass da nachher mal reden. München über. Das ist echt geil. Die ihr live. Könnt ja tauschen, Leute. Das ist der Hammer. Oh ja. Tauschen. Devin Townsend. Was haben die Tickets gekostet? 30 oder so. Das hat keins. Das ist total interessant jetzt für euch nämlich. Ja, an, ne? Oder? Aber falls von euch einer in München ist und King's X gucken will, also... Wie gesagt, München ist von mir 100 Kilometer. Und alle Leute, also, die jetzt hier im Stream zuhören, ihr könnt leider die Karten nicht kriegen. Sind schon weil weg. Wir haben das untereinander ausgemacht. Es ist kein PayPal hier. Also das heißt PayPal, ne? PayPal. Ja, man muss auch aufpassen. Ich sag immer PayPal. Das ist so auf Walmart. Aber ich bin auch so wahr. Ich bin so alt. Achso, das ist eigentlich, um Holgi zu betreuen, so das PayPal? Er mag das nicht, aber ich weiß nicht. Ich sag das halt so. Sagen ja viele so. Hm. Aber was hat das mit Metal zu tun? Oh, nix. Wir sind schon durch, Leute. Sind wir durch? Ja. Es hat noch keiner was gesagt. Ja, wir machen es so lange, bis irgendjemand abdreht. Also, ich meine, das FOH hat das gerne weiter zuhören, dann machen wir einfach noch weiter, oder? ja, okay. Wir haben ja noch ein bisschen Nüsschen stehen. Möchte noch jemand Nüsschen? Nein, die haben gerade erst frisch gekriegt. Das FOH hat uns gerade Zugabe hingerufen. Wir machen weiter. Ich schicke mal eben eine Nachricht. Du kennst dich da aus, ne? Sollen wir Nüsschen nachbringen? Zugabe! Das Publikum dreht durch. Soll ich einfach nochmal das Intro? Ja, hau nochmal das Intro. Warte mal, lass mich mal da nach vorne, dann zeige ich mal, wie ich bangen kann. Oh ja. Oh ja. Das ist übrigens total geil, wenn man hinter Björn ist auf einem Konzert, was ich neulich, das wärt ihr dann auch, die Aufnahme ist total geil geworden. Okay. Wir hatten schon vielleicht muss zwei man oder jetzt drei. Dir. Du, das kann man auch mit kürzeren Haaren. Ja, muss nicht, also. Bitte. Wer hat die Bühne gebaut? Ich hab halt keine langen Haare. Die läuft. Was?
Kann ich springen? Puh, probier mal aus. Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber. Also wenn ich springen kann, dann läuft das. Ich guck mir jetzt lieber von der Seite an. Von der Seitenlinie? Was wiegst du mit Rollstuhl? Was wiegst du mit Rollstuhl? Ja, da bin ich ein bisschen leichter, aber nicht viel. Also mach mal. Nein, Kai. Nicht ficken. Jan, bist du soweit? Mach mal scharf hier. Supergeil. Wisst ihr, was das Geilste an Foo Fighters Konzerten ist? Es gibt keine Headbanger. Es gibt keine Zugaben. Es gibt keine Zugaben. Bei meinem ersten Foo Fighters Konzert war ich und dann die letzte Bahn dann, ne? Dann sagten sie, wir müssen euch enttäuschen, ihr müsst nachher nicht Zugabe rufen, wir spielen keine. Sondern wir spielen einfach so lange, bis wir nicht mehr können. Was haltet ihr von 90 Minuten? Also, was haltet ihr von 2 Stunden? Ja, was haltet ihr von 2,5? Wir spielen einfach erstmal und dann haben sie halt wirklich durchgespielt. Die haben über 2,5 Stunden gespielt und sind dann völlig entkräftet von der Bühne gewankt und haben halt keine Zugabe gespielt. Ist in Ordnung. Also, war echt geil. Ich weiß vielleicht gar nicht. Wir zwingen euch nicht Zugabe zu rufen, sondern wir machen euch einfach platt. Ja, also ich weiß, Blind Guardian zum Beispiel sind dann immer auf die Bühne gekommen und Hansi hat dann gesagt, wir spielen 2. Das Publikum 3, spielen 3. Das Publikum 4. Und dann haben sie 5 gespielt und dann lief das auch. Also, ich meine, das dauert ja auch alles Zeit, dieses Gebrülle und hin und her und was weiß ich. Ist ja auch ätzend, danke ich. Ich habe gerade festgestellt, dass ich die ganze Zeit unser Intro falsch in unsere Podcast reinschneide. Wie viele Episoden habt ihr? Ist ja ein guter Zeitpunkt, das festzustellen. Aktuell 5. Nee, 5 aufgenommen und 4 veröffentlicht, oder? Ich weiß nicht. Also wir sollen noch mal gucken. Ihr seid noch ganz jung. Also deshalb seht ihr auch so jung aus. Ja, und wir sind auch so richtig dynamisch. Also man muss ja sagen, also Podstock ist nicht unwesentlich an dem Zustand. Also es ging wirklich original los, dass wir beide an der Theke saßen und uns über Metal unterhalten. Und das ist ziemlich besoffen. Beim Podstock, also da unten an dieser Tränke da unten. Letztes Jahr, oder wie? Ja, genau. Und dann saßen da Leute und sagten, ey, das müsst ihr aufnehmen. Und wie so, ja, das hört man auf Podstock öfter. Nein, ihr müsst das wirklich machen. Und dann hat es knapp ein halbes Jahr gedauert, ne? Und dann. Ja, und am nächsten Abend kam Björn, oder ich glaube sogar am gleichen Abend kam Björn dazu und so. Und Roddy? Ist direkt, Roddy ist direkt mit eingestiegen irgendwie und ja. Waren jetzt auch bei schon der Sendung und Björn ihr behauptet dabei. Ja, ich hätte mir den Namen ausgedacht. Ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern. Aber es mag am Nüsschen gelegen haben. Das ist Metal, das ist definitiv Metal. Ja, es war übrigens da hinten an der Feuerstelle, also wenn ihr hinter diese Mischpult-Graben-Technik-Futter guckt, da ist eine Feuerstelle und da brannte ein Feuer. Und ein Feuer brennt 1000 Meilen Weg, zeigt mir den Weg. Entschuldigung. Seid ihr Pfadfinder oder was? Nee, das ist Manowar. Ach so. Ich meine, dass ich erlebe, dass wenn Manowar singt, ich muss diesen Augenblick tatsächlich so das ein bisschen liegt am Nüsschen. Ich konnte nicht mitsingen, ich hab's genossen. Das tut uns leid. Manowar-Platten hatte ich übrigens auch. Ja? Das ist welche? Ja, ganz peinlich, ich weiß es nicht mehr. Ich find's... Ja, ist alles scheiße. Wir haben auf Twitter einen Hater, der uns immer anschreibt, wenn wir was über Manowar sagen. Echt? Ja, vor allem mich. Der edit mich da mal direkt mit rein, denn die Nase. Der heißt doch noch wie ich. Aber schöne Grüße gehen raus an Sven. Hi Sven. Er ist gar kein Hater in Wahrheit. Nee. Der liebt uns. Der hat mich einmal voll auf den falschen, das habe ich in der letzten Sendung, glaube ich, schon mal, vorletzten Sendung, der hat mich einmal voll auf den falschen Fuß erwischt und da so einen Manowar-Witz gemacht, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Und dann so, er hat dich im Prinzip angepisst, ehrlich gesagt. Ja, aber auch so mit dem Augenzwinkern. Ich habe das halt nicht gesehen, weil ich weiß gar nicht, irgendwas war mit Manowar. Ja, du hast dann ganz schön fies zurückgeschrieben. Ja, ich habe dann ein bisschen salty war ich so. Ja, und ich habe dann so mein Handy in der Hand gehabt, habe mich so lässig hinten an die Rückenlehne gelehnt. Popcorn. Und hab gedacht, yeah. Sag mal, das ist doch dein Popcorn, dein Sockenpuppen-Account, oder? Genau. Es gibt ja keinen Sven. Hat man schon mal Bier? Eigentlich heißt der Carsten. Willst du noch ein Bier? Ja, nehme ich, ne? Nee, es gibt Manowar-Scheiben, die tatsächlich gut sind. Nein.
Triumph of Steel ist geil. Nein. Das ist endlich schon, streitet ihr euch mal und ich bin raus. Wenn ich schon beim Cover anders scheiße ist. Aber, die aber du, also, wir wollten heute Abend. Ich habe nie einen Manowar-Patch auf der Kutte gehabt. Moment. Ja, das richtig, jetzt wollte ich die Geschichte richtig, erzählen, dass wir hier Musik machen wollten. Es gibt nämlich richtige Metal-Fans und Manowar-Fans. Das ist arschig. Ich weiß. Nee, wir wollten also, wir hatten den Abend so ein bisschen anders geplant. Wir wollten gar nicht rumsitzen und trinken. Nee, wir wollten rumstehen und, nee, auch nicht. Trinken. Teilweise. Nee, wir wollten eigentlich Musik machen. Das liegt ja total nah. Wir haben einen Bassisten, wir haben einen Gitarristen und wir haben einen, der nicht singen kann. Jo, ne, Metal. Machen eine Metalband. Ich kann trommeln, ich hab ja. Alles dabei. Wir brauchen aber noch ein richtiges Drumset, weil auf so einer Tonne irgendwie... Das wird ein bisschen ist das nicht Metal? Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte... Ist eine Plastiktonne. Die Becken fehlen. Ja. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir alle uns Lieder überlegt haben, auch Sven. Was macht eigentlich Elfano? Und Sven hat sich Manowar gewünscht. Was macht Elfano eigentlich beruflich? Sag mal, ich erzähl hier was, ihr nehmt überhaupt nicht teil. Wir planen das Schlagzeug. Das ist total respektlos. Entschuldigung. Ich bin Bassmann, ja? Ja, ich auch. Ja, merkst du selber, ne? Darauf wollte ich raus. So, also auf jeden Fall, wir haben uns also... Aber du bist Gitarrist, ne? Das tut uns auch sehr leid. Kennt ihr Gitarristenwitze? Gib nur einen. Ich habe schon leiser gemacht. Die drei Gitarristen lügen. Ja, genau. Erzähl. Die Gitarre ist nicht zu laut. Die Gitarre ist nicht verstimmt. Und im nächsten Song spiele ich kein Solo. Entschuldigung. Ich war übrigens mal in einem Studio. Da gab es einen großen Raum. Da war das Schlagzeug drin, das Piano, der Bassamp. Und dann gab es eine kleine Studio-Ecke in einem anderen Raum. Mit einer Jalousie. Da stand ein Marshall-Turm drin. Und man hat vom Studio, vom Regieraum aus, das Erste, was der Typ gemacht hat, Jalousien runter. Du weißt, warum man das macht? Ja. Damit man den Bassisten nicht sieht. Ja. Das hast du falsch verstanden, mein Freund. Okay, was denken Musiker auf der Bühne? Der Gitarrist denkt, bin ich ja laut genug? Habe ich auch genug Spotlight? Bin ich ja laut genug? Habe ich auch genug Spotlight? Und der Drummer denkt, Scheiße, ist da irgendwo Platz? Passt da noch ein Becken ran? Kann ich da noch eine Kuhglocke hinlegen? Da passt auch noch der Tom hin. Da habe ich noch Platz. Das kriege ich hin. Noch muss ich noch eine zweite Strebe einziehen, das passt. Und der Sänger denkt, die Groupies da vorne, das sind da alles meine. Ihr seid alle. Da vergreift sich keiner dran. Ihr könnt alle mir. Was denkt der Bassist? E. Weißt du, ich denke H, ich habe einen Fünfseiter. Ich denke H. Wie du neulich aus einem Podcast erfahren hast. Wir müssen ja sagen, an der Stelle sind wir natürlich dann so ein bisschen gerade in der Nee, es ist auch ja. Richtig, ne? Also richtige Musiker und Bassisten. Kennt ihr nicht Primus und Les Claypool? Was? Les Claypool von Primus? Primus kenne ich, aber Les Claypool. Das ist der Bassist. Und okay. Der spielt ein bisschen mehr als E. Ach so. Es gibt viele Bassisten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Übrigens, Fun Fact. Man muss mal ganz klar sagen, man macht sich immer lustig über die Schlagzeuger und dann gerne auch über die Bassisten. Pass auf, Fun Fact zum Thema Manowar und Bassisten. Wenn die nicht rocken, kannst du vergessen. Wie heißt der Knalli noch? Der Bassist von Manowar? Joey DeMeo. Bitte? Joey DeMeo heißt genau. Der. Genau. Ja, hast du was gehört? Die haben eine neue Platte rausgemacht, eine EP, ne? Und da singt der. Die ist schlimm. Und das ist so scheiße. Ist ja auch egal. Zumindest habe ich im Metal Hammer... Ich bin eingeschnappt. Ein Interview gelesen, nachdem irgendwie, er hatte ja Sting of Bumblebee von, also eigentlich den Hummelflug auf dem Bass gespielt, irgendeiner Platte. Mhm. Und das hat mich ziemlich beeindruckt damals, dass er das auf dem Bass gespielt hat. Ich habe letztens einen gesehen, der hat das auf einer Posaune gespielt. Auch okay. Und dann gab es ein Interview mit dem Typen im Metal Hammer. So, und dann ja, wie kommt das man... Das ist eine Zeitschrift, nur dass ihr das wisst. Der mit der Posaune. Gibt's die nicht mehr. Nee, der mit dem Bass von Manowar. Und der wurde dann gefragt, wie kommst du denn auf die Idee, wenn du so schnell spielen kannst, dann Bass zu spielen? Weil da wird man doch eigentlich eher Gitarrist und steht im Vordergrund und kriegt irgendwie noch wenigstens ein paar von den Groupies ab. Dann sagt er, ja, das denkst du. Aber als Bassist ist das viel einfacher, berühmt zu werden,
als Gitarrist, weil alle wollen ja Gitarrist werden und alle wollen ja im Rampenlicht stehen. Und wenn du als Bassist ein bisschen was kannst, kannst du ganz schnell berühmt werden. Und warum habe ich Bass gespielt? Wegen dieses Interviews im Metal Hammer. Das ist die sympathischste Aussage, die ich von dem Typen hier gehört habe. Echt kein Witz. wir haben in der letzten Sendung uns dann, das werdet ihr nicht hören, wie GEMA und so, wir haben uns das Ding angehört. Und dann kriegte ich nur per Chat irgendwie, ich habe mich dann tierisch aufgeregt, weil das ist wirklich die Gesangsaufnahme von Joey DeMaio. Ist wirklich also, furchtbar, also man muss dazu sagen, er spielt da nicht nur Bass, er singt. Also, Quatsch, er singt nicht, er versucht. Ja, dann haben sie da echt so Filter drauf geknallt und so, weil er es halt nicht kann, ja. Also wirklich nicht. Und also das sage ich, das ist keine Beleidigung, das ist technisch korrekt. Also ich habe die Links noch, wer da mal reinhören möchte. Und ich hörte dann, ich kriegte dann im Chat immer nur, Sven, du klippst. Alter, was ist da für Scheiße hier? Bisschen Verbaldurchfall gehabt. Ich möchte übrigens noch betonen, dass ich meine Frau auf einem Konzert von mir kennengelernt habe. Oh. Du hast einen Groupie geheiratet. Ja. Wahnsinn. Danke, dass du das so sein einzigen Groupie. Es ist egal, aber es ist das Einzige, aber es ist meins. Ja. Ich kenne deine Frau, die ist super. Also. Ich habe jetzt die Ärzte im Kopf. Wir haben uns kennengelernt auf dem Metallkonzert, als dein Haar sich in meinem verfing. Oh. Das ist aber kein so Metal. So romantisch. Nee, ich war ja auf der Bühne. Sie war unten. Oh, das ist richtig romantisch. Ja. Romantisch. Ich bin ja auch Romantikbeauftragter auf dem Podstock und ich muss sagen, mehr, da kam gerade ein richtig dreckiges Lachen, das ich nicht gehört hat. Da hat aber jemand den Bock zum Gärtner gemacht, möchte sehr ich mal gut, sagen. Sehr gut, sehr gut. Ja, und das, ich habe übrigens. Ist da überhaupt noch Publikum? Ich sehe gar nichts. Ich habe die Lichterketten aufgehängt, die über dem Publikum hängen. Ja, da gibt es noch ein paar, die hängen geblieben sind. Sie sind noch da. Machen wir jetzt eigentlich so lange, bis einer weint, oder machen wir dann. Ja, ich habe ja schon geweint, also eigentlich hätten wir schon Schluss machen müssen. Ach nee, wir müssen es so lange machen, bis Nüsschen alles. Also, ich sag mal, eine ist schon leer. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich habe hier so noch so eine Spielkarte. Ich muss da irgendjemand, muss ich noch Schere, Stein, Papier machen. Tja, trau mal nachher. Boah. So, also, ich habe meine Karten geplackt. Wir haben dumm Zeug geredet. Ja, ihr habt blöde Witze über Bassisten gemacht. Ja. Check. Also ich würde mal sagen, so eine Sendung ist relativ rund. Ich wir sagen, haben übrigens wir Aufkleber Schluss. Dabei. Wer noch Aufkleber möchte, sagt uns was. Die liegen auf dem Tisch. Ich hatte die auf den Tisch gelegt. Das ist voll gut. Ich bin ja hier der Papa in der Runde irgendwie. Ich muss ja mal. Alter, ich habe die gemacht. Auf die Kleinen aufpassen. Ich habe sie drucken lassen. Ja, so hat hier jeder seinen Job. So Bamsen, ist es gut, ne? Genau. Dreier Brofist. Bamsen. Jo, ich würde sagen, damit beschließen wir das und jetzt gucke ich mal, ob das Intro nochmal komplett durchsteht. Jetzt mach doch mal das ganze Intro. Oh Gott. Soll ich nochmal springen? Nee, ich kann nicht mehr. Wir machen jetzt einfach nochmal kurz laut und dann ist hier Ruhe. Genau. Jetzt Schicht im Schacht. Also, tschüss, bis neulich. Das war Voskra! Was ein Krach, was ein Krach, was ein Kostenkuchen.